Bevor das Video losgeht, möchte ich euch ganz kurz nochmal hier auf meine Twitter-Seite hinweisen, denn ich denke mal, jeder von euch sollte das jetzt momentan auch wissen, dass ich Twitter besitze und ich denke mal, auch jeder hat das schon in meiner Beschreibung gefunden. Jedoch weiß ich, dass nicht jeder mir auf Twitter followt, was ein Problem ist, denn ich habe ja gestern kein Pokémon sowie auch kein FIFA hochgeladen und das lag einfach ganz. Das lag halt daran, dass ich den ganzen Tag gestern weg war. Ich hatte bis 4 Uhr Schule und danach war ich auf dem Geburtstag meiner Schwester und wir sind relativ spät wieder nach Hause gekommen. Und das habe ich auch auf Twitter gepostet. Hier ganz kurz und ganz kurz und knapp. Heute keine Videos, da ich den ganzen Tag weg war und dann so ein etwas genervtes Smiley. Ja, und das ist halt auch der Grund. Jedoch haben das halt nicht viele gesehen. Zumindest gehe ich da stark von aus, dass es viele nicht gesehen haben. Und deswegen würde ich euch wirklich raten, meinen Twitter-Account zu followen, damit ihr Bescheid wisst über irgendwelche Teaser von irgendwelchen Projekten, was weiß ich, Informationen über meinen Kanal, vielleicht noch ein bisschen was aus dem Privatleben, wie zum Beispiel hier. Ich hatte ja Schulden bei Regi Bank zum Beispiel gehabt bei seiner Blaze Black Egg Log, wie es hier steht, und da habe ich meinem Kumpel gewettet, ja, nach 3 Big Macs gewettet, die dritte Auswahl kam auch dran. Also ungefähr wie beim Fußballspiel, entweder Gewinn, Verlieren oder Unentschieden. Sozusagen Unentschieden kam dran, dann haben mein Kumpel und ich uns gegenseitig 3 Big Macs geschenkt. Ja. Ist jetzt bestimmt uninteressant für euch. Ihr seid wahrscheinlich nur hier für das Video und deswegen würde ich dann mal sagen, Intro ab dafür. Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Blaze Black 2. Die Challenge Mode, Nuzlocke Challenge, ja scheiße Alter, fast verkackt die Anmoderation. Und bevor es richtig mit dem Part losgeht, werde ich ganz kurz etwas noch erledigen, was ich auf jeden Fall noch erledigen muss. Nämlich ein Pokémon von mir in die Freiheit schicken, du bist es, Steiner! Ja, du darfst nämlich hier eigentlich gar nicht sein und dabei ist es überhaupt nicht deine Schuld, denn Rihorn, ein Pokémon, das ich sehr gerne hätte benutzen wollen. Nun ja, es war nicht mein erster Encounter in der Höhle, sondern mein zweiter. Mein erster Encounter war nämlich ein Fleckneul und somit darf ich das Pokémon hier eigentlich gar nicht in meinem Team haben. Deswegen, naja, so sieht unser Team momentan immer noch aus. Und wir haben es jetzt gerade für die Leute, die auf den zweiten Bildschirm gucken können, 13:35 Uhr. Ich kann euch auch erzählen, wieso das so ist. Und zwar. Normalerweise, ich habe ja jeden Tag in der Schule lang, ne, deswegen kam ja auch gestern kein Video, unter anderem. Außer freitags, da habe ich nur bis 1 Schule, sonst habe ich jeden Tag bis 4 Schule. Und da kommt es natürlich nicht so schnell zum Videos aufnehmen, macht natürlich Sinn. Aber heute war ein anderer Tag. Heute haben wir mal Glück gehabt, heute sind nämlich erstmal. Ich wollte gerade sagen, komme ich da überhaupt noch rein? Heute sind nämlich erstmal die Fächer Französisch ausgefallen und Englisch, Langtag. Sodass ich um 10 vor 12 schon zu Hause war, genau richtig. Und ja, um 10 vor 12 war ich zu Hause und habe mir so gedacht, die Zeit, da lassen wir den Lumpen. Die Zeit nutze ich, um jetzt erstmal aufzunehmen für die Tage, denn ich bin euch ja in der Bringschuld eigentlich so gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Arena hier finde ich richtig, richtig sick gestaltet. Also ich finde so die Idee von diesen, wie nennt man das, was ist das? Spinnenweben-Kokons. Kokons aus Spinnenweben. Richtig, richtig sick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Käfer-Pokémon und Fadenschuss, wisst ihr? So, das sind halt so kleine Details, die ich richtig, richtig, richtig sick finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, die Arena an sich finde ich. Halt, wie gesagt, das passt ziemlich gut zum Flair, wenn ich mir das mal anschaue. Und somit würde ich auf jeden Fall sagen, dass das mit einer der am schönsten designten ja, Arenen für mich sogar darstellt. Ich mag sogar die Musik in dieser Arena richtig, richtig gerne. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber so kann ich auch schon mal direkt eine Frage des Tages ja eigentlich schon auf den Tisch werfen. Das war jetzt gefährlich. Hätte es jetzt gecrittet, wäre ich weg gewesen. Und zwar, die Frage des Tages von heute lautet, oder für den heutigen Part lautet, welche Arena ist eure Lieblingsarena? Wenn ich mal nachdenken müsste, boah, welche Arena finde ich sick? Ich, boah,
die Kampfarena aus Sinnoh finde ich ziemlich, ziemlich geil gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hier finde ich halt ziemlich, ziemlich geil gestaltet. Boah, Alter, da gibt es viel zu viele. Ich glaube, mir wird jetzt gerade so partout, würde mir jetzt hier gerade keine wirkliche Arena einfallen, die ich gerade so am schönsten finde. Welche ist wohl meine schönste? Ja, ich habe mich ja gar nicht darauf vorbereitet. Ich bin jetzt gerade so in den Talk gekommen. Er sagt die ganze Zeit, moa, moa, moa. Haben wir hier gerade einen Fränglischen vor uns oder was? Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, also bitte nicht in den Kommentaren judgen, dass zwischendurch vielleicht mal meine Stimme ein bisschen sich auf einmal komisch anhört oder ich mich räuspern muss. Es liegt daran, dass ich erkältet bin und ich hier anscheinend nichts zu trinken noch habe, ey, scheiße. Du bist auch so doof und setzt fucking Megasauger gegen ein Feuer-Pokémon ein, ne? Also, wenn ich mal überlegen müsste, welche Arena ich am geilsten finde, ich glaube, mir fällt da nicht wirklich eine ein. Also, ich habe jetzt gerade ein paar genannt, die ich ziemlich sick finde, aber so mal eben so eine Lieblingsarena habe ich nicht wirklich. Aber trotzdem, schreibt ihr mir mal in die Kommentare, welche Arena ihr so am coolsten findet, falls ihr überhaupt eine Lieblingsarena habt. Karablast, welches Pokémon war das denn? Wenn ich mir das durchlese, denke ich irgendwie an die Weiterentwicklung von Litumis. Aber Litumis. Alter, während ich das gesagt habe, erstmal so 2 Liter Speichel auf meinen Bildschirm gespuckt. Aber ich bezweifle sehr stark, dass die hier schon die Weiterentwicklung von Litumis haben. Litumis. Ach, was weiß ich denn? Ich bleibe einfach bei Ace. Komm, das sind doch alles Käfer-Pokémon. Ey, lol. Ach, Laukaps. Laukaps heißt in dem Spiel also. Aha. Karablast Laukaps. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ich finde ja auch die Weiterentwicklung von Schnuthelm und Laukaps ziemlich, ziemlich cool. So. Dieses Eskavalier. Also. Ach, scheiße. Wie heißt Eskavalier nochmal auf Deutsch? Eskavalier, es fällt mir nicht ein. Keine Ahnung, wie das. Nein, ich hab Technik. Keine Ahnung, wie das heißt. Es fällt mir überhaupt nicht ein. Wie war die Weiterentwicklung davon? Und, was war das andere nochmal? Hydragil, Hydraugon, Hydraugil. Ach, irgendwas so in der Art hieß das. Das sind ziemlich, ziemlich sicke Pokémon, muss ich sogar wirklich sagen. Also, ich finde sie ziemlich, ziemlich geil. So, ich denke mal, die Arena wird relativ einfach für mich sein. Ich werde aber trotzdem im heutigen Part wahrscheinlich noch nicht die Arena, den Arenaleiter bekämpfen, denn ich möchte noch trainieren. Level Cap sitzt ja bei 29, so wenn ich es richtig verstanden habe. Und da will ich dann nochmal ein bisschen mein Team hochleveln. Ich meine, selbst wenn ich hier den Arenaleiter machen würde, meine anderen Teammitglieder würden da ja nicht wirklich hinterherkommen. Und deswegen würde das auch relativ wenig Sinn ergeben, dann wahrscheinlich auch für mich, jetzt gleich sofort gegen den zu kämpfen. Vor allem, ich habe irgendwie Angst vor seinem Team. Käfer-Pokémon sind unberechenbar. Seht ihr hier zum Beispiel, kaum sage ich schon, kommt dieser Sporenwirt raus und knallt mir erstmal ein paar Sporen ins Gesicht. Ekelhaft. Alter, gib mir das hier in den Hals, ey. Ich brauche hier was zu trinken. Ich brauche unbedingt was zu trinken, ey. Mothim. Welches Pokémon war Mothim denn nochmal? Pudox, wegen Motte, Moth halt. Ich glaube Pudox. Ich glaube das ist Pudox, aber ich bin mir nicht sicher. Ich wechsle einfach mal zu Ace. Ich werde mir jetzt was zu trinken holen, jetzt ist es vorbei, ey. Na, schau mal eine an. Es war kein Pudox dieses Mal, aber ja, Motorpell oder wie das mal hieß. Also, so schlecht geraten habe ich da ja gar nicht. Natürlich bist du paralysiert mit deinem scheiß hässlichen Fuck-Para. Egal. Ich will mich auch gar nicht aufregen. Jetzt aber bitte. Ich habe jetzt Wasser zugelegt. Das heißt, ihr könnt erwarten, dass ich in dem Part hier trinke. Oh, wie respektlos von dir, Marcel. Dass du trinkst in deinen Videos. Sowas würde ich ja niemals übers Herz bringen. Ich finde Leute echt lustig, die sowas sagen. Es gibt ohne, jetzt mal ohne Fischsoße, es gibt Menschen auf dieser Welt,
die in ihren Videos nicht trinken, weil sie sagen, das ist respektlos. Das ist genauso wie, als würdest du essen vor der Kamera. Das ist respektlos. Ah ja, richtig respektlos, wenn ich mir Nahrung... Wie war das nochmal mit Käfer sind in der Rechten unberechenbar? Alter, geht der mir jetzt schon auf den Sack hier? Ja, bist du cool, du dummes Stück. Brot! Ach, du kannst ruhig nochmal Gast einsetzen, habe ich nichts gegen. Heile ich kurz mein Drake Moon. Und dann kannst du mal wieder nochmal Gast einsetzen. Sollst du mal machen. Ja. Critten kannst du mich eh nicht wegen meiner Fähigkeit, von daher wäre das schon alles gut gegangen. Gut, wäre jetzt irgendwie so ein unexpected Pursuit, also Verfolgung gekommen, dann hätte ich wahrscheinlich mein... Resident Sleeper! Fucking hell! Ich bin leicht gestresst gerade. Ja, danke. Danke. Dankeschön. Nein. Nein. Steh bitte auf. Danke. Ja, dank. Oh. Mensch, Spiel, sind wir heute ein bisschen gütiger zu mir, oder was? Das ist aber lieb von euch. Ja, das verdient doch glatt eine Umarmung. Oh, Beedrill. Ich könnte es one-hitten. Wenn jetzt Furienschlag kommt, bin ich ganz schön gefickt. Jetzt nicht mehr gefickt. Rage, was willst du damit hervorrufen? Hat es überhaupt Schaden gemacht? Ist meine Leiste oder waren meine KP nicht vorhin auch 26, Alter? Naja, egal. Zumindest haben wir das Beedrill jetzt besiegt. Drake Moon erreicht Level 27. Ich würde jetzt rein vom Level her gesehen sogar zum Arena-Leiter hinlatschen. Also vom Level meiner Pokémon. Ich meine, ich habe zwei Feuer-Pokémon und beide sind, also zumindest knapp auf Level 27. Zumindest eins davon ist jetzt auf Level 27. Das andere ist ja gerade irgendwie... Was war das? 26? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Kann ich ja jetzt nachgucken. 25, okay. Ja gut, nach dem Kampf sollte der, glaube ich, auch auf Level 27 sein. Dann würde ich sogar gegen den Arena-Leiter kämpfen. Aber ich mach's trotzdem nicht. Irgendwas sagt mir, dass ich meine anderen Teammitglieder auch noch trainieren müsste, damit ich den Kampf irgendwie bestehe, weil... Mein Leben ist nicht gütig zu mir. Und deshalb gehe ich auch nicht davon aus, dass der wirklich nur Käfer-Pokémon so an sich... Boah, Käfer-Pokémon nur an sich hat. Ich muss jetzt unbedingt was trinken, Alter. Meine Fresse. Kann das Ding nicht Katapult oder so? Ich... Ist mir jetzt egal. Vielleicht doch nicht so egal. Nein! Egal, der setzt es jetzt ja nochmal ein. Also Katapult, gehe ich zumindest stark von aus. Alter, wie der nicht ausgedrückt hat! Alter! Na super. Bin gerade leicht angefressen. Macht er auf. Macht nicht so viel Schaden. Er wacht nie auf. Man wozu auch. X-Defend. Jetzt kommen die mal ganz gut. Ist es physisch? Ja, ist es.
gehabt. Back, HP Restore, Berry Juice. Ich meine, gecrittet werden kann ich ja eh nicht. Mit Sakazuki. Wie mir so ein scheiß Litumith. Ah, Mann. Wie mir so ein scheiß Litumith zum fucking Erzfight wird. Und wie das Teil jetzt auch noch schneller ist, als wenn Sakazuki, wie Sakazuki einfach nicht aufsteht. Wie er einfach nicht aufsteht. Finte kann es auch noch, was kann es nicht? Wach auf! Wach auf! Resident Sleeper, wach auf! Fucking hell, Alter. Danke. Jetzt besiegst du es auch wenigstens. Dankeschön. Fuck, Mann! Oh, fuck, Mann! Gaiden ist down, Alter. Mann, ey. Das kommt vielleicht so rüber, als würde ich mich gar nicht irgendwie ärgern, aber das tue ich. Oh, Mann, ey. Wieso Gaiden? Wieso Gaiden und nicht Toxia? Wäre Toxia gegangen, hätte ich das viel mehr verkraftet als Gaiden. Da wollte Andy unbedingt gerne so ein spezielles Tengulis sehen und dann, ja, würde es einem zunichte gemacht durch ein fucking Litumith. Darauf erstmal wieder ein Schluck Wasser. Darauf erstmal ein Schluck Wasser. Ist natürlich schneller. Aber wenigstens hast du eine vielfache Schwäche gegen Feuer. Alter Schwede. Naja, Level 28 Drake Moon. Da schauen wir jetzt einfach mal drüber hinweg. Fire Fang werde ich auch direkt, ich denke mal, für Smokescreen einfach mal raussetzen. Damit ich einfach noch ein bisschen die Entscheidung habe zwischen einem physischen und einem speziellen Angriff in Form von der Feuerattacke. Und ich gehe jetzt nochmal wieder zurück. So richtig? Ja. Ich werde mich jetzt wieder zurückbegeben. Und werde wahrscheinlich im nächsten Part gegen den Arenaleiter kämpfen, weil wie gesagt, ich habe da kein gutes Gefühl bei, wenn ich jetzt mit dem Team gegen ihn kämpfe. Deswegen trainiere ich meine ganzen Pokémon lieber nochmal. Sicherheitshalber. Ja. Sicherheit geht vor. Auch hier in der Nuzlocke. Vor allem in der Nuzlocke. Nicht nur auch in der Nuzlocke. Eigentlich muss man das Ganze nochmal unterstützend erzählen zu... Man spielt in Nuzlocke, also muss man auf jeden Fall vorsichtig spielen. So, und dann geht man in den Pokécenter rein, heilt seine Pokémon. Und dann will ich jetzt schon mal die Endcard machen. Und zwar, ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Part von Pokémon Blaze Black Challenge Mode, Nuzlocke Challenge. Und habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Kowski Jankowski. Und bis demnächst. Ciao, ciao.